Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen Union Berlin. Neben mir sitzt unser Cheftrainer Gerardo Seoane und wir sind gespannt auf eure Fragen. Christian Hornung war ein Ticken schneller für die Bild. Guten Tag zusammen. Sie hatten ja sowohl gegen Stuttgart auch, als auch Frankfurt in vielen Statistiken bessere Werte, aber letztlich hat es vor allem in Frankfurt doch an Torgefahr gefehlt. Gibt es irgendwie einen Ansatz, was Sie anders machen wollen oder was Sie jetzt erarbeitet haben, was man ändern kann, um wieder mehr Torgefahr, mehr Torchancen zu entwickeln? Hallo zusammen. Ja, war ein wichtiges Thema in der Aufarbeitung im letzten Spiel, dass wir im letzten Drittel die Momente besser erkennen müssen, wann wir den Angriff beschleunigen. Bedeutet dann für die ballferne Seite, für die Spieler in der zweiten Reihe, näher an den 16er zu kommen, bessere Laufwege in der Box. Natürlich, dass wir auch in gewissen Entscheidungen den direkteren Weg zum Tor suchen. Ich glaube, wir haben in Frankfurt vor allem in der ganzen mittleren Phase des Spiels sehr viel Ballbesitz gehabt. Das hat sich gut angefühlt, haben es dann ein paar Mal verpasst, die aggressivere Entscheidung zu treffen, die direktere Entscheidung zu treffen. Und das wird vor allem jetzt auch gegen Union, die sehr kompakt, sehr robust, sehr wenig zulassen, dass das ein wichtiger Punkt sein wird, wenn sich die Möglichkeit ergibt, wenn sich ein Fenster öffnet, dass man das auch dann effizient nutzt. Hanna Gobrecht, Rheinische Post. Ja, hallo zusammen. Wie hat sich in dieser Woche die Personalsituation entwickelt, insbesondere in Bezug auf Franck Honorat? Und sind ansonsten alle, die letzte Woche gespielt haben, auch dieses Wochenende wieder einsatzbereit? Also alle Spieler des letzten Wochenendes stehen zur Verfügung. Nicht dabei sind die Langzeitverletzten, Jonas Omlin, der letzte Woche dazu kam. Und bei Frank ist es so, dass wir im weiteren Verlauf, dass wir da noch Kontroll-MRTs gemacht haben, weil sich die Situation nicht gebessert hat und er einen kleinen Faserriss hat im Bereich der Wade, der diffus war, und hat sich jetzt herausgestellt, dass er kleine Faserriss hat. Das heißt, morgen nicht dabei, aber der Faserriss ist natürlich datiert auf 10 Tage zurück. Also von dem her wird es für das Augsburg-Spiel nächste Woche dann sicherlich knapp werden, aber jetzt für morgen nicht dabei. Thomas Grulke, auch für die Rheinische Post. Herr Seoane, sehen Sie Ihr Team, Ihr neues Team jetzt auch erstmals so ein bisschen unter dem Prüfstand, so eine gewisse Drucksituation zu haben, nachdem es jetzt gegen die individuell besser besetzten Gegner keinen zusätzlichen Punkt gegeben hat, trotz ordentlicher Leistungen? Sportlichen Druck haben wir seit der ersten Pokalrunde. Ich glaube, in jedem Pflichtspiel besteht ein sportlicher Druck, den wir als generell positiv interpretieren, viel mehr Lust, etwas auf den Platz zu bringen. Wir wissen, dass wir in den ersten Spielen ansprechende Leistungen gezeigt haben, dass wir uns mit Sicherheit im ein oder anderen Spiel ein bisschen mehr erhoffen konnten mit der Leistung, wenn wir gewisse Details besser gepflegt hätten. Und ja, ist klar, jeder Club, jede Mannschaft hat den Punktedruck, egal in welcher Tabellensituation du bist. Und ich bewerte jetzt auch nicht die Stärken der Gegner im Vergleich zu den Gegnern, die wir gespielt haben, weil wir beschäftigen uns mit Union. Man hat 2 Spiele gewonnen, 2-mal unentschieden, noch unbesiegt. Eine sehr homogene, intensive Mannschaft. Also das ist eine große Aufgabe, die auf uns wartet. Und ja, wir versuchen, die bestmöglich vorzubereiten. Natürlich haben wir oder stellen wir an uns selbst den Anspruch, Heimspiele erfolgreich zu gestalten. Wird eine Leistung brauchen wie gegen Stuttgart, eine Leistung brauchen wie in weiten Phasen auch gegen Frankfurt, aber im Wissen, dass es vor allem in den Details verbessert werden muss. Also effizienter im letzten Drittel, Eigenfehler im eigenen Drittel abstellen, damit in den nächsten Spielen dann auch Punkte kommen. Axel Hesse für die Sportbild.
Hallo erstmal, guten Tag. Ich habe eine Frage zur Torwartsituation, die sich ja jetzt wieder ergeben hat durch die Verletzung von Jonas Omlin. Der wurde vor der Saison ganz klar zur Nummer 1 gemacht, was dem Moritz Nikolaus, glaube ich, nicht so gut gefallen hat. Wie ist die Situation jetzt? Hat er die Chance, sich über Leistung anzubieten oder wird die Hierarchie im Tor genau die gleiche bleiben? Gibt es da schon eine Festlegung? Also zuerst einmal hat letztes Jahr Mo eine sensationelle Entwicklung gemacht und Jonas sehr gut vertreten während der Verletzungszeit. Jonas hat eine gute Vorbereitung jetzt gespielt und ist unser Kapitän und darum haben wir uns auch für die Nummer 1 entschieden über seine Leistungen, seine Wichtigkeit auch im Team. Mo hat seine Aufgaben gut gemacht, hat sich auf den Punkt auch immer auf Spannung gehalten, hat Jonas gut unterstützt und jetzt ist es so, dass es seine Zeit gekommen ist, das Tor zu hüten und Jonas unterstützt ihn als guten Teamplayer und weit voraus werden wir mit Sicherheit jetzt noch nicht schauen. Ich meine, das Allerwichtigste ist immer der Erfolg der Mannschaft, dass wir uns sportlich gut entwickeln und hat Mo am letzten Wochenende eine gute Leistung gezeigt und wir stehen zu unseren Torhüter. Wir wussten von Anfang an, dass wir viel Qualität haben, dass das von leistungsmäßig auf Augenhöhe ist und von dem her ist diese Frage, wer steht im Tor, für mich als Coach kein Problem, sondern eher eine Luxussituation und hoffen einfach, dass jetzt Mo gesund bleibt und dass er seine Leistung abliefern kann. Hanna Gobrecht. Es wird ja am Samstag zum Wiedersehen mit Jordan Zibacir kommen. Also er stand jetzt in 3 von 4 Spielen in der Startelf, wahrscheinlich ja auch am Samstag. Ist sowas für Sie, wenn Sie einen Spieler so gut kennen, grundsätzlich ein Vorteil? Insbesondere dann auch für Ihre Verteidiger, die sich ja dann doch mal nochmal anders auf so jemanden einstellen können? Oder ist das so gläsern wie heute alles ist dann eher zweitrangig und irrelevant? Das ist ein wichtiger Teil in der Vorbereitung, dass sich sowohl Spieler wie auch Trainerteam mit dem direkten Gegenspieler oder mit den Details des Gegners auch vorbereiten. Aber wenn du selber mal 5 Tage die Woche gegen ihn gespielt hast, ist das sicherlich ein bisschen einfacher, sich darauf einzustellen oder auch schwieriger, wenn wir wissen, wo habe ich vielleicht keine Chance gegen den direkten Spieler, wo ist er besser, was sind seine Stärken. Generell sind wir natürlich dankbar für die Leistungen, die Jordan hier gebracht hat im letzten Jahr. Hat sie sehr aufopferungsvoll sich für das Team eingesetzt bis zum letzten Tag, im Wissen, dass sein Weg vielleicht wieder zurück nach Union ist und finde, dass er da eine sehr gute Rolle dann auch spielt, gut unterstützt von 2 schnellen Flügeln neben ihm und wir wissen von seiner Torgefahr und auch von seiner Stärke auf Standardsituationen. Von dem her gilt es uns für uns, sich gut vorzubereiten im Falle, dass er spielt und wenn er nicht spielt, dass dann ein anderes Spieler ein bisschen anderes Profil hat, aber auch seine Stärken. Christian Hornung nochmal. Die Situation war ja auch relativ lange offen, ob er vielleicht doch weiter verpflichtet wird. Wäre das für Sie eine Option gewesen oder hätten Sie sogar gerne gehabt, wenn das jetzt mit Tim Kleindienst nicht geklappt hätte? Also wir waren ja generell mit Jordan, wie gesagt, sehr zufrieden. Aber er ist ein Spieler, der nicht uns gehört hat zu dem Zeitpunkt, der eine datierte Kaufoption drin war, die für uns in dem Moment nicht einlösbar und dann nimmt das Transferfenster seinen Verlauf und dann gibt es dann Entscheidungen. Ich finde, dass Tim vielleicht noch ein bisschen ein anderes Profil auch hat mit seiner physischen Wucht im Anlaufen, in den physischen Werten von seinen Intensitäten. Jordan vielleicht mit dem Rücken zum Tor, diese Qualität, diese Bälle gut festzumachen. Also habe ja nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich gerne einen Ankerspieler vorne habe, der sich vor allem als Speerspitze dann im 16er aufhält und für die Flanken da ist. Und mir war persönlich wichtig, dass wir einen Spieler mit dem Profil einfach haben und dann vollstes Vertrauen in unsere sportliche Führung, dann die Entscheidungen zu treffen. Thomas Krulke. Was für ein Spiel erwarten Sie am Samstag generell? Union Berlin hat ja eine lange, stabile Phase unter Urs Fischer gehabt, jetzt mit Bo Svensson, neuen Trainer, der auch einen etwas anderen Ansatz fährt. Also was erwarten Sie gerade vom Gegner?
Ja, eine Mannschaft, die mit viel Selbstvertrauen kommt, die variiert zwischen aggressivem Anlaufen, aggressivem Gegenpressing, aber auch im kompakten Block die Räume sehr eng zu machen, um dann schnell umzuschalten. Also wird wichtig für uns sein, dass wir in der Ballbesitzphase Eigenfehler vermeiden, um Umschaltsituationen zu gewähren, dass wir Lösungen brauchen werden, sei es über Außen, in den Zwischenräumen, aber auch in der Tiefe gegen wirklich robuste Spiele, dass es sehr wichtig sein wird, wie verhalten sich beide Teams auch auf Standardsituationen. Von dem her gehe ich von einem sehr intensiven Spiel wo jedes Detail eine hohe Wichtigkeit hat. Anton Kostudis für Gladbach Live. Guten Tag, Herr Seoane. Ich würde gerne bei der Frage des Kollegen noch mal kurz einhaken von vorhin. Stuttgart, Leverkusen, Frankfurt liegt jetzt hinter Ihnen. Die Zukunft heißt Union, dann heißt sie Augsburg, dann heißt sie Heidenheim, dann Mainz. Inwieweit nehmen Sie sich und Ihre Mannschaft vielleicht auch in die Pflicht, dass Sie sagen, okay, aus diesen vier Spielen sollte dann vielleicht doch ein bisschen mehr rausspringen als aus den ersten vier? Ja, egal wie die nächsten vier Gegner heißen, wenn wir zurückschauen, vier Spiele, drei Punkte, mit der Ausbeute sind wir nicht zufrieden. Egal wer als nächstes kommt, unser Anspruch ist und wir wollen dahin, dass wir mehr Punkte machen. Und es bringt jetzt aber nichts, auf den übernächsten oder überübernächsten Spieltag zu schauen, sondern der erste Schritt nach einer Niederlage ist immer das nächste Spiel hier zu Hause mit vollem Stadion, anknüpfen an die Leistungen gegen Stuttgart, vor allem die erste Stunde, anknüpfen an die Leistungen in Frankfurt, vor allem die 30 Minuten in der zweiten Halbzeit, einen guten Mix finden zwischen Ballbesitz, aber auch schnell im Spiel nach vorne. Und natürlich etwas, was jetzt in den ersten Spielen uns extrem abgestraft hat, wie konsequent verhalten wir uns im eigenen Drittel, dass wir da so wenig wie möglich zulassen, dass wir die Zweikämpfe gewinnen, dass wir in der Box näher am Mann sind gegen starke Mittelstürmer, die gut im Kopfballspiel sind. Also von dem her, wir beschäftigen uns viel mehr mit dem Weg, mit was wir besser machen müssen, wohin wollen wir uns entwickeln und machen jetzt nicht die Berechnung der möglichen Resultate, weil das lenkt einem nur von der Leistung ab. Hanna Gobrecht. Ja, noch ein kurzer Blick in Ihre eigene Offensive. In Abwesenheit von Honorar streiten sich ja jetzt dann Player, Hack und Ngumo so ein bisschen um die zwei Plätze, um Kevin Stöger und Tim Kleindienst drumherum. Letzte Woche saß Alassane Player auf der Bank. Was spricht denn jetzt dafür, dass es möglicherweise sogar wieder genauso aussieht? Robin Hack hatte ja letzte Woche sein Debüt. Könnte er wieder beginnen oder sehen Sie da vielleicht eher Alassane Player im Vorteil? Alle haben berechtigte Argumente geliefert, diese Woche um zu spielen. Ja, wir haben Spiele, die variabel einsetzbar sind, sei es am Flügel, aber auch in den Zwischenräumen. Ich glaube, wir werden alle genannten Spieler brauchen. Die Frage ist, wer startet, welche sind vielleicht die Spieler, die während dem Spiel reinkommen. Also werde da keine jetzt ganz klar auch keine Hinweise darauf geben. Insgesamt war ich bis jetzt mit diesen Spielern alle zufrieden. Ich glaube, Tomasz ist der Einzige, der noch nicht gestartet hat. Sonst haben wir mit allen Kombinationen von den Offensivspielern versucht zu spielen. Und ich glaube, dass alle Spieler eine wichtige Rolle spielen, ja, egal in welcher Form, ob ich von Anfang an spiele, ob ich reinkomme, je nach Setup, das wir wählen, wie ist die Struktur auf dem Platz. Also alle haben die Möglichkeit zu starten. Anton Kostudis. Gegen Union lief es für Gladbach zuletzt nicht ganz so gut in der Bundesliga. Es gab erst einen Sieg, der ist 4 Jahre her. Gleichzeitig der letzte Heimsieg hier im Borussia Park auch schon ein Weilchen her, müsste aus dem Februar sein. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Mannschaft vielleicht dieses Erlebnis einfach mal braucht jetzt für den Kopf, vor der heimischen Kulisse mal einen Dreier zu holen und dann vielleicht irgendwie auch so ins Rollen kommen kann? Ich glaube, alle wollen einen Sieg, alle wollen einen Heimsieg. Natürlich wünschen wir uns das, aber schon wie gesagt, also wir müssen uns
darauf besinnen, was wir zu tun haben, um zu gewinnen. Und nicht nur gut Fußball spielen, sondern effizient zu sein, zielstrebig zu sein, aber auch die Duelle anzunehmen. Gegen Union, zur Urs Fischers Zeit schon, immer eine robuste Mannschaft, die viele Duelle liefert, die alles daran setzt, im Spiel zu bleiben immer, also eine gute Erfahrung auch im Team hat, eine gewisse Physis auch hat. Also wir erwarten einen richtig guten Gegner, der sehr gut gestartet ist, aber wir wissen auch, dass wir erstens mal an uns selber, aber auch von unseren Qualitäten überzeugt sind, dass wir in einem Heimspiel, egal gegen wen, so spielen können, dass wir sie schlagen können. Das hätte auch Leverkusen erste Halbzeit oder auch Stuttgart wäre auch möglich gewesen. Also von dem her, von den Leistungen her, gehen wir mit einem gesunden Selbstvertrauen in das Spiel, aber auch mit einer großen Portion Demut, weil wir im Moment einfach zu viele Eigenfehler gemacht haben, die uns abgestraft haben. Es gibt einen Ort, der uns alle verbindet. Momente, die wir niemals vergessen. Wir siegen zusammen, wir leiden zusammen, wir stehen zusammen. Jeder von uns ist ein Teil davon. Jeder Schuss, jeder Sprint. Jede Sekunde zählt. Niemals aufgeben. Wir sind eine Familie. Gemeinsam. 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 Für Borussia. We don't